mein Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Wir sind gerade im Auto und fahren zum Kinderarzt. Die Kleine hat heute eine Zwischenuntersuchung zwischen der U4 und der U5, weil die U5 sonst einen zu großen Abstand hätte. Und deswegen haben wir einen Zwischentermin bekommen. Der ist heute. Also einfach mal schauen, wie es ihr geht und so. Und ja, nichts Wildes, nichts Großes, aber wir freuen uns trotzdem sehr, weil sie hat schon sehr, sehr viel gelernt seitdem und ich bin gespannt, was der Kinderarzt sagt. Genau. Dann müssen wir noch zum Baumarkt ein paar Rohre besorgen für die Baustelle und dann müssen wir noch zur Krankenkasse. Wir sind beim Kinderarzt wieder fertig und wir waren jetzt auch gerade noch kurz mal im Baumarkt, haben ein paar Rohre gekauft für unser Badezimmer. Das geht nämlich ordentlich voran. Brauchen wir jetzt noch ein paar HT-Rohre, sind das, ne? Mhm. Ja. Jetzt stille ich die Kleine hier gerade, ich glaube, das seht ihr. genau, sie hat eine Impfung bekommen, aber ich erzähle euch nachher einfach alles über den Kinderarzttermin, wie das so war, aber ja, Impfung. Sie hat ordentlich geschrien. Mal schauen. Ja, sie hat ordentlich geschrien. Ja, dabei, aber dann war es auch schnell wieder vorbei, hat sie immer mehr auf dem Arm. Ja, aber trotzdem ist es immer schlimm, das zu sehen. Eben, wir sind wieder zu Hause und wir waren jetzt gerade noch bei Rewe, bei Rossmann waren wir. Und haben ein Gläschen Kürbis gekauft. Hier so ein Babygläschen. Eigentlich war ich bei Rewe und wollte einen Kürbis kaufen und selber machen, aber es gab keinen Kürbis. Ich weiß nicht, es ist, glaube ich, einfach nicht die Zeit dafür so. Könnt ihr mal irgendwie in die Kommentare schreiben, aber ihr wisst, wo man jetzt so Kürbis herbekommt in der Zeit. Muss es ja auch geben irgendwie, ne? Und genau, weil der Kinderarzt hat gesagt, wir sollen noch unbedingt mit Beikost anfangen, beziehungsweise sollten wir echt langsam anfangen. Und ich habe es ja schon immer probiert, aber sie mag einfach keine Karotte, beziehungsweise von Karotte bekommt sie Verstopfung. Und Pastinake mag sie auch nicht. Und das haben wir natürlich dem Kinderarzt gesagt. Und der Kinderarzt sagt, wir sollen jetzt Kürbis probieren. Wenn sie das nicht mag, sollen wir Brokkoli probieren. Ja. Hier sitzt sie schon neben dem Hochstuhl. Und ich mache jetzt kurz eben den Kürbis warm. Und dann probieren wir direkt mal den Kürbis aus, mein Schatz. Ne, vielleicht magst du ja das. Und vielleicht kriegt sie dann auch nicht so Bauchschmerzen davon, weil echt von der Karotte hat sie so gelitten. Ja? Wollen wir probieren jetzt? Ja. Genau, ja. Ihr Lätzchen hat sie schon wieder abgemacht. Ja, sitzt hier gerade, wie gesagt, neben Novi. Und das Lätzchen, ja. Schmeckt das gut? Schmeckt das gut, mein Schatz, ja? Mmh. Ja, und hier hat sie ihren Pieks gekriegt. Auf beiden Seiten. Kleine Motte, ne? So, ich kann euch eben mal zeigen, wie ich das immer mache. Also, ich habe hier so einen Aventbecher. Die sind eigentlich so, um Beikost einzufrieren oder Milch einzufrieren. Ich glaube, einige kennen die. Ich liebe die allein für die Milch und so, um die einzufrieren. Genau, und da mache ich jetzt, habe ich jetzt einen großen Löffel reingemacht von dem Kürbis. Einfach aus dem Gläschen hier. Großen Löffel Kürbis rausgenommen. Und dann habe ich hier unseren, das ist übrigens hier unsere
Gartenausbeute, habe ich hier ein Flaschenwärmer von Nook ist der. Da ist hier hinten jetzt so ein kleiner Behälter drin. Die macht man voll mit Wasser. Tut das Wasser hier rein. Dann kann man den Behälter hier wieder reinstecken. Und dann kommt da jetzt das Gläschen rein. Anmachen. Und dann stecke ich das, oh, ohne den Ring hier, stecke ich das immer hier rein. Und dann währenddessen das warm wird, rühre ich das immer so ein bisschen um. Und genau, dann ist das auch schon fertig. So, jetzt fängt das hier auch schon an zu brutzeln, sage ich mal. Es dauert immer nur so 1,5, 2 Minuten, dann ist es auch schon warm. Ich bin echt gespannt, ob sie das isst. Sie ist sehr wählerisch, aber ich war als Kind auch so. Dann können wir uns erahnen, wo das herkommt, sagen wir mal. Ja, mal schauen. Aber so machen wir zumindest immer unser Essen warm. Also wie gesagt, wir haben es schon mal öfters probiert, aber sie mochte leider überhaupt noch gar nicht. Beziehungsweise bekommt sie immer Bauchschmerzen davon. So, das Frosch im Hals. Das Essen ist auch schon fertig. Den ist ausgemacht, den Flaschenwärmer. Und ich wollte jetzt kurz noch erzählen, was der Kinderarzt so gesagt hat. Also es war ja so eine Zwischenkontrolle, keine U-Untersuchung oder so. Und halt, wieso soll Hunger? Also das Tuch ist schon ganz durchgesabbert. Na gut, dann werde ich jetzt erstmal was zu essen geben und dann euch erzählen, wie der Kinderarzt denn war. Ja? Ja, okay, machen wir so. Schmeckt auf jeden Fall gut hier anscheinend. Schmeckt jetzt gut, das letzte Mal jetzt. So, mein Lieben, die Kleine möchte nicht schlafen. Dementsprechend gehen wir jetzt ein bisschen spazieren. Voraus Felix mit Kinderwagen und Baby. Und hier ist ein bisschen verwachsen, wo wir hier lang gehen. Nun gut. Und ich schläge sie dann gleich ein. Ja, weil hier so eine Kante ist. Aber guck, hier kommt man raus. Jetzt alles, können was wir Farbe da lang. hat, muss Qualität haben. Okay. Wir haben nämlich einen neuen Kinderwagen. Das ist der Hartand Sprint GT. Schöner Name, oder? Ich finde das Design einfach sehr schön. Mir gefällt Ja. der Griff absolut nicht. Felix gefällt ihn nicht, aber ich finde ihn sehr schön. Auch Ich das weiß nicht, wie ich den Design. einstellen soll, weil da gibt es keine Höhe, die mir passt. Das finde ich so gut. Finde ich so gut. Oder? Sagst du? Das ist zu hoch. Zu hoch? Ja, weil der so gebogen ist. Das ist Ach irgendwie so, ja so. gut, dann musst du hier schieben. Guten Morgen, mein Lieben. Ich habe gestern gar nicht mehr weiter gefilmt, weil die Kleine durch die Impfung einfach wieder sehr, sehr doll gefiebert hat und einfach sehr anhänglich war. Ich glaube, manche von euch kennen das vielleicht. Ja, deswegen haben wir einfach gar nicht die Zeit dazu gehabt, weiter zu filmen. Und auch heute, jetzt am nächsten Morgen, fiebert sie immer noch und sie ist einfach sehr, sehr anhänglich. Sie schläft jetzt im Kinderwagen mit, also sie hat noch so ganz bisschen die Augen auf, aber sie ist einfach super müde, weil sie die halbe Nacht nicht geschlafen hat. Deswegen denke ich, dass sie jetzt schläft. Ich habe gerade einen Pflaumenkuchen gebacken,
Ganz früh am Morgen hier. Wir haben nämlich noch Pflaumen übrig gehabt und bevor die irgendwie wegkommen, haben wir dann Kuchen draus gemacht. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Ich wollte euch vom Kinderarzttermin erzählen, beziehungsweise euch auch noch so ein kleines Baby-Update geben. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr wieder so ein gesondertes Baby-Update wollt, ja, wo es nur so um ihre Fähigkeiten und so geht. Dann könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, dann würde ich das auch nochmal machen. Das habe ich ja schon zweimal gemacht, genau. Aber jetzt sind da schon wieder 2 Monate vergangen und sie hat wieder einiges gelernt. Ja, der Kinderarzt erstmal ist super zufrieden mit ihr, sie ist super entwickelt. Es war ja keine U-Untersuchung, sondern es war ja so eine Zwischenuntersuchung mit Impfung, beziehungsweise so eine Entwicklungskontrolle, genau, eine Entwicklungskontrolle. Und ja, wir haben die zuerst einmal gewickelt. Sie hat nämlich kurz vorher einmal die Windel voll gemacht. Dann wurde sie einmal gewogen, einmal gemessen. Sie wiegt jetzt 7 Kilo, so wie ich es geschätzt habe, und ist so knapp 70 cm groß. Ja, dann wurden die Augen kontrolliert. Die Augen sehen hervorragend aus. Sie schielt auch nicht und alles paletti. Und dann wurde einfach alles kontrolliert, Herzschlag, Magengeräusche, ich glaube, ihr kennt das, also einmal abgehorcht. Und dann wurde sie auf den Bauch gelegt, geguckt, wie sie das macht. Dann wurde ja ihre Hüfte nochmal so ein bisschen angetastet, sage ich mal. Also einmal komplett alles durchgeguckt, am Kopf geguckt. Dann wurde geguckt, ob sie ein Spielzeug verfolgt, rechts und links. Das hat sie auch wunderbar gemacht. Und ja, ob sie sich auf dem Bauch so im Kreis dreht, sozusagen. Also wenn sie auf dem Bauch liegt, ob sie sich dann schon so im Kreis dreht oder nur auf einer Stelle bleibt. Das hat sie jetzt vor Ort nicht gemacht, aber das kann sie auch schon. Und natürlich auch auf dem Rücken. Wenn man sie auf dem Rücken hinlegt, dann liegt sie 2 Minuten später nicht mehr gerade. Aber ja, das sind halt so Sachen, die kann sie halt auch schon. Und ja, ich glaube, das war es auch, was gemacht wurde. Fällt jetzt nichts mehr ein, außer am Ende natürlich noch die Spritze. Ja, also 2 Impfungen gab es, einmal rechts, einmal links. Und das war jetzt auch erstmal die letzte bis zum ersten Geburtstag. Da bin ich auch ganz froh drüber, weil ja, die letzten 2 Male jetzt hat sie halt echt sehr, sehr gelitten. Ja, und das war es auch eigentlich zum Kinderarzttermin. Also sie ist wirklich hervorragend entwickelt und ich merke auch, sie quatscht so viel. Also ja, sie ist echt Bombe, was das Sprechen angeht. Also nicht sprechen, ne? Aber sie quatscht einfach so unglaublich viel. Für so ein 5 Monate altes Baby kommt mir das manchmal echt ein bisschen viel vor. Ja, zum Thema Brei habe ich euch da schon was erzählt. Den hat sie gestern auf jeden Fall super gern gegessen. Also den hat sie echt runtergeschlungen. Hammer, wirklich. Den werden wir heute auf jeden Fall nochmal probieren. Oh, jetzt wird sie wach, jetzt muss ich mal gucken gehen. So, hier das tägliche Outfit, ne? Spuckt drüber der Schulter. Ja, die Kleine sitzt in ihrer Schau. Und bevor ich jetzt euch noch weiter zuquatsche, würde ich das Video hier beenden, weil die Kleine braucht einfach sehr, sehr doll meine Aufmerksamkeit heute. Und genau, der Pflaumkuchen ist fertig, der ist auch richtig lecker. Ich habe ihn schon probiert. Und ja. Falls ihr irgendwelche Fragen habt zu ihrer Entwicklung oder wie gesagt, wenn ihr das Video sehen wollt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Dann mache ich da einfach ein Video drüber. Wenn ihr allgemein Videowünsche habt, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Ich ja, suche immer Ideen und habe total Lust, mal was Neues irgendwie zu machen. Also schreibt gerne mal in die Kommentare, wenn ihr irgendwas habt. Und genau, dann würden wir uns verabschieden. Tschüss!